Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Vanilla. Okay, jetzt habe ich mich wieder verhaspelt. Eben gerade schon eine Aufnahme gehabt, da konnte ich es ohne Probleme aussprechen. Und jetzt klappt es komischerweise nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Heute versuchen wir mal unseres Gleisbett weiter zu machen. Na toll, dafür fehlt jetzt natürlich wieder uns Gravel. Ach man, das nun. So. Schade, ich dachte, wir werden heute ein bisschen weiterkommen mit dem Gleisbett, aber es sieht eben halt so aus, als wären wir wieder nicht wirklich fertig damit. Hier ungefähr. Zuerst mal noch den Mist suchen, der hier runtergeflogen ist. Da zum Beispiel. Ja. Und ich sehe eigentlich schon wieder neuen Nachschub an. Am Gleisbett. Das ist immer cool. Oh, ist sogar relativ viel, muss ich sagen. Haps, 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 haps. Ist ja wirklich viel. Cool. Oh, ich wünschte, wird es jetzt einen Taucherhelm geben, ey. Das ist ohne Witz. Wäre viel cooler. Ist aber schön merkwürdig, dass hier unter Wasser so viel Kies liegt. Schon ein bisschen seltsam. Da steckt aber auch noch was drin. Jede Menge Feuersteine kriege ich hier schon wieder raus. Hier ist auch nochmal Kies. Auch noch meine. So, ne, jedenfalls. Letztens hatten wir die Gleise ein bisschen, beziehungsweise das Gleisbett umgebaut, weil es wurde ja gewünscht, dass wir Kies dafür verwenden. Und ich sag's mal so: Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Nee, aber ist ja alles möglich, kann man alles machen. So, hau ich mir eben mal noch ein bisschen Cobblestone ins Inventar. Na komm, geh durch hier, dickes Ding. Aber wie sehe ich jetzt bloß so wenig Frames habe? Ich habe echt keine Ahnung. Na gut, was soll's. Das ist eben halt wieder so eine, in Anführungsstrichen, so eine Testaufnahme von mit einem anderen Aufnahmeprogramm. Wollten wir wissen, wie es damit läuft. Vor allen Dingen, was Minecraft angeht, wollte ich es mal wissen. Weil ich habe damit noch nie aufgenommen. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte das Programm vorher gar nicht, bevor ich das nie... Ja, gegoogelt habe ich das ja direkt nie, aber... Keine Ahnung, wo ich die Idee von diesem Programm jetzt her habe. Ich muss ja sagen, schlecht ist es nie. Aber bei League of Legends gestern zum Beispiel hatte ich ein paar Probleme gehabt, dass da auf einmal der Mauszeiger gesprungen ist. Und hier passiert es komischerweise nie. Na gut, kann man jetzt sagen, na zum Glück, oder kann man eben halt sagen, naja, woran kann es jetzt gelegen haben? Maus kaputt, Aufnahmeprogramm oder an irgendwas anderem, ich habe echt keinen Plan. Deswegen werde ich einfach mal gucken, wie das so läuft. Jetzt gleich. Wenn das gut läuft, wenn die Datei auch dementsprechend ordentlich ist,
Dann werde ich das eventuell weiterverwenden. Ansonsten wird es wieder umgebaut, umgemodelt, umgemehrt und was weiß ich nicht noch alles. Aber das werden wir alles später sehen. So. Und die Gleisen. Als nächstes werden wir, glaube ich, diesen Tunnel hier weiterbauen. Also im Sinne von weiterbauen meinte ich jetzt wirklich weiterbauen. Hä? Egal. Also hier das Glas hier wieder weitersetzen. Und. Oder wir kümmern uns eben halt um den anderen Tunnel, den ich schon angefertigt habe, aber der soll eben halt nach unten gehen. Den hier. Wir fehlen nur noch zwei Schienen. Egal. Das soll ja dann hier straight nach unten gehen. Und ja, mal gucken. Bin ich gerade echt am Überlegen. Naja. So, da sind wir jetzt erstmal mit dem einen Gleisbett da fertig, mit der Linie. Und naja, mal schauen, was mir jetzt so ganz spontan noch einfällt. Mal unvorbereitet wie eh und je. Anders dürftet ihr mich eigentlich schon langsam gar nicht mehr kennen. Und bin echt gerade überlegen, was ich gerade noch machen wollte. Ich habe eigentlich einen Plan gehabt, den ich aber schon wieder vergessen habe. Ja, ich weiß, man wird älter, man vergisst mehr. Bla, bla, bla. So, da könnt ihr eigentlich nochmal in den Ofen reinfliegen. Du und du. Schweine essen Karotten. Brauche ich Kühe. Ja, ohne Minikarte ist es ein bisschen beschissen gemacht jetzt gerade. Hier irgendwelche Lebensformen zu finden. Oh, das wurde ja weitergemacht da drüben, sehe ich gerade. Das Dach ist weg. Ja, wir warten jetzt erst nochmal, bis die Nacht eingebrochen ist. Okay, ich dachte eigentlich, ich kann noch nicht schlafen, aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Guten Morgen. Kann man bei mir jetzt auch sagen, ich bin auch erst seit ein paar Minuten munter. Deswegen klinge ich noch ein bisschen komisch und was weiß ich. Leicht genervt. Obwohl, genervt kann man dann nicht sagen. Ich bin ein Morgenmuffel. Ja, Autsch. Ich bin ein Morgenmuffel und brauche eben halt frühest meine Zeit, damit ich munter werde. Und die habe ich jetzt mal ganz gekonnt übersprungen. Was ich eigentlich nie machen wollte. Aber naja. Was soll's? Mal schauen. Lal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 a. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Ja, das ist bei mir morgens normal, dass ich Ohrwürmer habe und dann auch noch von den seltsamsten Liedern, wie eben halt jetzt eben gerade Weihnachtslieder. Ist alles nicht gerade sehr schön. Weil da fängt man auf einmal eines Tages an, Weihnachtslieder zu summen. So wie la 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 la, was eigentlich irgendwo komplett unlogisch ist, weil wir gehen auf den Sommer zu. Oder ist das schon? Wann ist ein Sommeranfang? Muss ich da mal gucken. Jedes Mal vergesse ich, dass wann ein Sommeranfang ist und wann nie. Aber da ich keine Kinder habe und eben halt die auch nie eingeschult werden müssen, ist es schon ganz praktisch, dass ich es nicht weiß.
Ich weiß, das war jetzt eigentlich irgendwie komplett unlogischer Satz, aber huch. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. So. Hups, 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 hups. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und der Papa hat trotzdem ganz schön vorgearbeitet jetzt. So. Da werde ich dann eben halt wie immer noch so einen Stützpfeiler hinbauen. Ich muss sagen, die Stützpfeiler, die haben irgendeinen Style, keine Ahnung, die passen irgendwie dazu. So, wieder King Keys. Ah, da klebt noch was an der Wand, das ist schön. Mal die Schaufel nehmen und ab. Ja. Wenn ich jetzt eben halt noch Buildcraft mitverwenden würde, würde ich eben halt stinknormal Cobblestone nehmen, würde ich den in den Messerräder schmeißen und dort eben halt den Kies dann so rausholen. Aber das geht ja bei Vanilla Minecraft eben halt leider Gottes nicht. Aber das ist ja eben halt auch nicht so schlimm. Suchen wir uns eben halt mal solche Kies-Ansammlungen und buddeln das dann eben halt raus. Ist ja alles kein Problem. Bloß ist das einzige Problem, was ich da manchmal habe, ist eben halt, dass aus dem Kies Feuerstein kommt. Und ich jetzt in diesem Ding alleine schon 23 Feuersteine, das kann er irgendwie nicht hinhauen. Das wäre viel zu viel Feuerstein für so ein kleines Feld. Ja, das ist ein ordentlicher Ader. Ja, das geht. Da geht noch ein bisschen was. Das ist cool. Hat so jetzt wieder die ganze Gegend verschandelt. Dieses Loch. Aber nur und? Ich brauche Kies. Wow. Hab ganz schön viel Kies jetzt zusammen. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viel jetzt rauskommt. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist geil. Oh ja. Gravel, Gravel, Gravel. Ich habe keine Steine mehr. Also zurückrennen und Steine holen. Und dann weiter an meiner Gleise arbeiten. Dürfte eigentlich eine kleine Weile dauern, bis ich hier komplett fertig bin. Zumindest mit dieser Anlage hier. Nein, dich wollte ich nicht haben, ich wollte dich haben. Die gebackene Kartoffel. Meine Fresse. Na, ja, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen wegen diesen Lampen. Ist zwar eine coole Idee, das so zu machen, aber gefällt mir noch nicht so ganz. So, und wie ich schon sehe, sind wir schon am Ende der Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr es mir irgendwie zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal dann. Tschüss.